Ich bin einfach der festen Überzeugung, dass es immer irgendwie weitergeht. Ja, hi, ich bin Rahel, ich bin 26 Jahre alt. Ich arbeite als Sozialpädagogin und ich lebe mein Leben lang schon mit einem Hydrocephalus-Shunt und mir geht's gut damit. Und da bin ich sehr dankbar dafür. Das Wort Wasserkopf statt Hydrocephalus erleichtert es mir manchmal, Menschen zu erklären, was es genau ist. Ich höre es trotzdem nicht gerne. Ich bin mit den medizinischen Begriffen aufgewachsen. Ich weiß dann, wovon die Rede ist, aber wenn ich es anderen Menschen begreiflich machen möchte, muss ich tatsächlich manchmal auch auf das Wort zurückgreifen. Das ist einfach von der Begrifflichkeit her fernab jeder Lebensrealität, wenn es gelingen kann, dass es einem gesundheitlich gut geht, wenn man einen Shunt hat. Ich bin in ein Land geboren und in eine Familie geboren, wo einfach klar ist, die Erkrankung ist da, aber ich kann damit gut umgehen. Also ich lebe in einem Land, wo Krankenversicherung selbstverständlich ist und eine ärztliche Versorgung selbstverständlich ist. Und da habe ich schon oft den Gedanken daran, was wäre, wenn ich in einem anderen Teil der Erde geboren worden wäre und diese Erkrankung hätte. Da würde ich nicht hier sitzen und es würde mir vielleicht auch nicht so gut gehen, wie es mir heute geht. Hydrocephalus-PatientInnen geht es nicht unbedingt gut, wenn man denkt, dass es ihnen gut geht. Also was von außen sichtbar ist, ist nicht unbedingt das, wie es innen drin aussieht. Weil gerade wenn es so ist wie bei mir, dass das einfach eine Erkrankung ist, die schon das ganze Leben begleitet, dann ist klar, okay, da sind auch Umgangsweisen damit schon gelernt worden. Also da kann ein Kopfschmerz von 6 von 10 da sein und man arbeitet trotzdem 8 Stunden. Ja, jetzt, wo ich älter bin, ist das mit dem, was traue ich mir zu und was möchte ich, dass wieder funktioniert, natürlich was anderes als Kind, weil dahinter steht ein Job, es steht eine Existenz, es steht ein Lebensentwurf, den man sich so gebaut hat dahinter. Und das ist ja auch nicht einfach ich baue das System ein und dann ist gut, sondern das ist ja eine Biografie, die dadurch komplett geprägt wird. So. Bei mir auf der Arbeit wird da Rücksicht drauf genommen, ja. Das erfordert aber auch einiges an Mut, das Thema offen zu legen, zu sagen, hey, das ist was, das begleitet mich schon mein Leben lang und es ist mal mehr, mal weniger aktuell. Und ich brauche manchmal Hilfe oder ich brauche mal eine Pause. Ich würde auch jeden und jede dazu ermuntern, offen zu sein mit dem Thema, weil ich immer wieder festgestellt habe, dass es das immer einfacher macht. Ob es jetzt Hydrocephalus ist oder eine andere Erkrankung, ich würde mir einfach wünschen, dass Menschen Vertrauen lernen, den Personen genau zuzuhören und das Steuer zu überlassen, die davon betroffen sind. Einmal mehr zu fragen, hey, wie kann ich dir, brauchst du Hilfe? Gibt es was, was ich tun kann? Ich frage dich jetzt einfach mal und ich möchte dir die Stimme geben. Also weil das oft, glaube ich, einfach aus so einem fehlgeleiteten Hilfsbedürfnis entsteht. Ich möchte einer Person entgegenkommen, die mit was kämpft, nenne ich es jetzt mal, oder eben eine Grunderkrankung hat. Aber gerade wenn es Menschen sind, die damit seit Jahren leben, sind diese Menschen die ExpertInnen dafür. Und dann einmal mehr zu fragen, hey, wo stehst du eigentlich? Und wo kann ich dir zur Seite stehen? Und nicht, wo kann ich für dich das Ruder übernehmen?